muss die Kasse finden. Sage wann gewinnt. Oh, ich muss abladen. Schnell abladen. Ah, das sind T-Rex. Oh, fuck. Wenn der sonst angreifen hat? Ah! Ich kann ja von dem nicht aus schießen, stimmt. Warte, erstmal noch nicht angreifen. Ah, der Vogel ist überladen. Ah, lauf mal. Was, soll ich den nehmen, oder was? Oh, nee, das ist total. Was hab ich denn jetzt? Da kommt jetzt definitiv gleich mehr. Willst du ab? Ja, pass auf, ich mach das eben. Problem, ich habe mit dem ein halbes Leben. Ja, der ist hinter mir her. Ich muss weg. Welches Level ist denn der T-Rex? Der ist gerade nicht. Ah, da. Der Vogel steht jetzt so, dass ich nicht mehr drauf komme. Okay, ganz ruhig. Weiter. Geht er auf den Parasair? Ich laufe gerade mit einem Kreis und 116 töten. Was, 116? 116 ist die Katze. Den können wir platt kriegen, der hat nicht so viel Leben. Okay. Ich hab nur 14 Pfeile. Ich nehm den mit und komm dann nochmal her. Ne? Ja gut, dann bleib ich hier und passe ein bisschen auf. Okay, lass ihn abholen. Ja. Hätte der Vogel nicht halbes Leben gehabt, dann hätte ich jetzt nicht so einen Schiss gehabt. So, weißt du, ich hab übelst Angst, dass... Ich wusste nicht, welches Level der Rex ist. Aber vielleicht war das noch ein Vatrex, weißt du? Ja, ich glaube auch. Okay, lass weitermachen. Ich hau in den Vogel kein Eisen mehr rein. 64, 46. Was ist denn da eigentlich? Eine 116er dicke Katze. Oder krasse Katze. Ah, eine Katze. Okay. Kein Maulwurf? Kein Nein, kein Maulwurf. Garfield. Also am Ende ist eh wieder Maulwurf. Nein, die Katze hat einen richtig dicken Schwanz. Das ist eine Katze. Okay, du kennst Katzen daran, dass sie dicken Schwanz haben. Oder? Die sieht sogar cool aus. Wie will sie auch sehen? Das ist ein Schüler cool, Leo. Wow! Das war schon ganz zerquotzelt. Ein ganzer Quotzel, wow. Nicht ganz so schlecht. Gibt es immer so ein Steam-Achievement, was dann so rechts unten aufpoppt im Spiel? Ja. Ich hatte es gerade. Cool. Sehr schön. So, Poison-Granaten. Ihr wisst schon, was das bedeutet, Leute, wenn ich hier Poison-Granaten hab, ne? Ja, zieh dir das jetzt wirklich da. Wir haben noch keinen Tisch. Wir haben noch keinen Tisch? Zieh dir das nicht da. Okay. Warte. Nee. Da, wo ich den liegen will. Ja. Aber ich hab selber Prime mit schon gefunden. Warte, bist du. Ich hab auch Schlange. Schön, dass du mir das sagst. Achso, ich hab Prime. So, gut, Leute, wenn das fertig ist, haben wir erstmal 60 Poison-Granaten. Das reicht für eine 60 verabschieden. Randale. Das brauchen wir nur noch einen Tisch. Ja, und sie die haben so im Urlaub zurückkommen. Jetzt kriegen wir die doch gar nicht alle. Ja doch, wir kriegen die alle, ich bin auch noch da. Und zwischen den Poison-Granaten musst du noch eine richtige Granate, ne? Verstecken. Ja, was sind noch die Stun-Granaten, Alter? Ich habe mir letztes Mal wieder so ein Part angeguckt hier aus Fragezeichen Staffel 2 oder so. So krass, wie das da geknallt hat durch die Stun-Granaten und durch diese Mod-Sniper, ne? Wenn das Zeug nicht so unfassbar imbar wäre und OP, ey, hätte ich das übrigens gern wieder drin eigentlich. So. Wieso nicht die Sounds einfach auf das vorhandene Mod? André, mach mal. Ja, auf die Slingshot. Den Sound von der Stun-Granate, die so pff, auf die Slingshot am besten. Genau, sehr gut. Na, guck mal hier, ne? Da sieht man das mit Anti-Force-Feed. Ich kann nicht hintereinander fressen. So. Wir brauchen Fischfleisch im Futtertrog. Barbara, er verhungert gleich. Nee, ich guck mal, ob ich den kümmern kann. Ach, scheiße, Schnappi hat bestimmt auch nichts mehr, oder? Ja, doch, der hat noch ein bisschen was. Okay. Alter, das ist die Katze, oder was? Jo. What? Hammer. Boah, geil. Oh, komm mal her, Lan, nice. Ich will mir ihm angucken. Hier, Lan. Man kann die an die Wand parken. Alter. Echt? Ja. Ey, wie krank ist denn die Katze, bitte? Da haben wir. Ich doch gesagt, die ist geil. Man sieht von innen die Pfoten. Oh, wir brauchen ganz viele von diesen Dingern.
Ja. Ach, da packt sie. Voll geil. Dachte, ne? Alter, wie krass ist das Vieh? Ja, bist du da jetzt abgeschwommen? Ja. Genau, nach oben. Kopf langsam. Lanz, hast du die Werte? Komm mal runter. Die wir mal angucken. Warte. Warte, Moment, ich bin. Stell ihn mal direkt neben den anderen Tiger, bitte. Alter, wie viel Stamina hat der jetzt schon? 1400. Umgelevelt. Vor allem, das ist die 130er. Ihr habt, warte mal, das ist die von David, ne? Ihr habt auch das noch eine andere. Ja. Nee, also den, ach, die auf hier. Auf den 1480 Leben. Alter. Das ist der. Das ist Alter der, Schwede! Boah, das Ding ist übelst OP. Was hatten die für Melee-Damage-Werte? Also so Basisschaden? Also, den konnte man leider noch nicht sehen. Also, der hat 207. Also, der hat jetzt hier 237, ey, und der ist umgelevelt. Das ist. Okay, wir müssen, ja. Ich bin fast dafür, dass wir weitersuchen nach Katzen erstmal, ey. Ich finde nur mal ganz kurz ausprobieren. Okay, und wie kann ich klettern? Gedrückt lassen. Einmal springen und gedrückt lassen. Okay. Alter, das ist total krank, Mann. Komm mal. Eine Grappling, sozusagen. Und kassiert weniger Fallschaden. Ah, das Tor kommen sie nicht hoch, okay. Doch am Rahmen. Nee, nur, doch, kriegt Fallschaden. Am Rahmen kommst du. Okay, warte mal, da muss man von der Seite ran, hä? Huh? Also ich muss Leertaste gedrückt halten, oder was? Ja. Nee, springen und dann nochmal und dann gedrückt halten. Achso, okay, das ist was anderes. Okay, jetzt. Ey, das ist total krank! Okay, hier kommt sie nicht hoch. Und geht das noch bei Strukturen oder kann die auch Felsen und so auch kleiner? Kann auch Felsen. Geht auch, ja. Okay, warte mal. Kann man von der aus schießen eigentlich? Ja. Ein bisschen OP würde ich was meinen, oder? Ja, die ist ja heute erst neu dazugekommen. Es kann sehr gut sein, dass sie hier noch nerven jetzt irgendwann. Vielleicht macht die deswegen erstmal kein Damage. Ich glaube, das ist ein Bug. Okay. Aber auch die Soundeffekte und so sind so cool. Nice. Also ich feiere es halt trotzdem. Es mit C kannst du übrigens brüllen. Dann fängt die an zu sabbern. Muss man eine Schutzbrille aufsetzen. Muss man den Ton hier ein bisschen lauter machen. Doch, ziemlich schnell die Katze. Okay. So richtig laut ist es aber nicht, das Gebrülle. Nee, aber es sabbert. Die sabbert? Ja. Yo! Das ist nicht der Regen gewesen. Das war ich. Ja, ich bin jetzt bei 149. Okay, nehmen wir hoffentlich auch so eine Katze an. Wir lassen eine Katze und suchen. Okay. Ich bin einer getamed und da ist auch ein Spieler. Welche Level hat der? 32. Kannst du da immer drauf schießen? Versuchst du trotzdem. Ein bisschen. Ja, der Spieler rennt weg. Ich find jetzt einen Vogel. Hast du nicht schon einen? Ich finde es einen guten Vogel. Boah, hier ist alles voll mit Bären und so. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Hier ist ein Level 112er Bär bei mir. Ja, den wollten wir ja. Irgendwie so. Bären sind echt cool. Also, ihr meint, die sind gut. Ich hab mit Bären noch nie gekämpft. Ja, die machen halt übelst Schaden und sind richtig schön schnell. Und du kannst viel tragen. Wir müssen nur, dass jetzt zwei Bären kommen.
ich hänge fest mit meinem Dino. Schnappi, wir schaffen das. Der interessiert sich gar nicht mehr für mich. Oh, der versucht jetzt sich in seinen Bäumen durchzulaufen und ist zu dick. Oh. Oh. Ich mach mal ein Foto davon, das ist so niedlich. Der passt da nicht durch. Oh, du Kleiner. Ah, so schlimm ist es nicht bei uns zu Hause. Kirali wartet auf dich. Streichelt dich dann auch mal. Guck mal, Bug, siehst du das? Steht mit dem Gewehr dahinter und feuert die beiden Nachbarn in den Arsch. Arme Baby. Ja. Guck mal, soll ich mal Feuer unter dem Hintern machen? Das ist gemein. Oh, nee, falsche Waffe. Wow! Okay. Hat eine Wende gemacht. Ich glaube, ich habe meinen Vogel fallen lassen. Dann kannst du mal bitte aufheben, jo. Du warst ja gerade bei mir. Jo. Danke. Da wird's den Bären nicht verlieren. Ach du Scheiße. Im Süden sind sie sein, die Tierart, ne? Ja, die komplette untere Hälfte, also alles, was südlich von uns ist. Okay. Ach, der ist betäubt. Nice. Nein. So. So, dein Vogel. Juhu. Oh, da kommt ein Krokodil. Ein kleines Krokodil. Aber ohne Spieler, ne? Ja. Ja, ich musste nachladen. Ich konnte nicht schießen. Wurde auch nicht getroffen, hat kein Leben verloren. Nein, Stempel. Okay, die Narkotics werden langsam alle, ja, stimmt. Jo. Aber ja, in dem Schrank sind halt nur einige gewesen, ne? Die sind auch fast alle. Ja, aber ein bisschen was ist es noch. Also es sind 350 jetzt ins Miffy. Okay, stimmt, genau. Ja. Moment. Ich hau mal alles raus, was machen. Ja, das kann ich auch machen. Jo, dann lass das Gitter machen da und dann hol nochmal bitte Perlen und Polymer. Okay. Nimm dir trotzdem ein paar Darts mit, ne? Und Bienenwande ist bei 77. Speichere ich mir gleich mal ein. 60, 77? Jo. Oh nein, meine Karte wurde auch resettet. So was Gemeines. Oh, das ist fies. Das Spiel ist vorhin abgeschützt bei mir. Hat, sogar die Karte ist bei mir wieder mit Nebel. Oh. Krass. Unglaublich. Hartmut. So, Eisen brauchen wir. So, was tun wir? Nie Eisen. Vierte Forge? Hat er andere Klammern heimlich gebaut. Ja. Okay. Guck mal, hier ist sogar eine Holztreppe. Das ist der eine Fabrikator, der ist aber ganz schön eingebaut, ne? Ja, aber... Das hat's nur dumm. Okay. Das höchste in Terra ist 60 Grad gewesen. Das. Weil, ich habe einen 60er Terra gefunden. Nee. Also, ich sag mal so ab 90 wären sie, glaube ich, interessant. Ja? Vielleicht, ja doch 90, so würde ich sagen, in die Trier. Okay. Vielleicht 80. Aber 80. Ja. Irgendwo hört es ja auch auf, der Spaß, ne? Ne, der andere Parazier, der muss auch noch abgeladen werden. Wo ist denn der Waffenschrank?
Um die Ecke. Das sind viele Ecken. Das ist alles klar, okay. Ambitioniert. Aber noch so. So gut, ich hau mich jetzt wieder auf Schnappi und renne mal wirklich das komplette Gebiet lang, wo diese Vögel spawnen können. Ich will heute noch einen Vogel finden. Also ein Terra, Terry. wirklich angeber. Hier, Paratier-Eingang. Kann nur Laden gewesen sein. Ja, Paratier. Nein. War echt nicht? Nee. War das der, den ich gerade getamed habe? Weiß ich nicht. War das Ryan? Was denn? Okay, war nicht Ryan. Greta. Ja, aber das sind nicht lila. Wahrscheinlich die ganze Zeit am Grinsen war. Das ist ja gar nicht lila, das wäre. Kommt noch. Weil wir Farben haben. Das war Poker. Ja. Naja, wenn wir jetzt genug Eisen haben, können wir gerne Poker machen. So, ich finde jetzt einen Vogel. In 30 Minuten habe ich Zeit für einen Vogel finden. Okay. Ein bisschen knapp, ne? Wieso? In den nächsten 10 Minuten einen finden und time. Juhu, so was da. So gut, dann einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schneide. Es kann auch sein, dass das mittendrin in der Folge ist. Deswegen mache ich jetzt mal keine so langwierige Einleitung oder so. Auf jeden Fall, das habt ihr leider, was heißt verpasst, meine Aufnahme ist kaputt gegangen. Mal wieder. Und die letzten 10 Minuten oder so. Und da habe ich noch einen T-Rex getamed. Und jetzt geht die neue Session los. Und spätestens jetzt wissen alle, wo wir sind. Weil heute kamen die Folgen quasi raus, oder es kam jetzt schon Folgen, wo wir sozusagen unseren Spot bekannt gegeben haben, beziehungsweise es war im Video zu sehen. Das heißt, es könnte heute ein bisschen mehr Action geben. So, das ist übrigens noch den Rex, den ich hier Ende letzter Session noch getamed habe. Der ist jetzt nicht so pralle. Aber ich nehme jetzt mit in die Base. Und im Anschluss wollte ich, glaube ich, wollten wir jetzt erstmal ein bisschen nach Vögel und so weiter noch gucken, ne? Dass wir endlich mal ein paar High-Level-Vögel noch finden. Und Katzen wollen wir auch haben. Ich hoffe ja, dass die mittlerweile Schaden machen. Und den Höhlen wollen wir vielleicht auch noch reingucken. Müssen wir einfach mal schauen. Ich bräuchte mal ganz kurz bitte die Koordinaten von unserer Base. Ah, das ist ein Stibitzer. Okay, ich muss mal hier Ton mal eben ein bisschen leiser machen. So. Jo, macht Schaden. Okay, wie viel? Cool. Meine ist jetzt bei, warte. 316% und macht jetzt so im Schnitt 126 Schaden. Hochschlag. Was? Das ist übelst viel, oder? Jo. Also ich glaube, die Katze könnte echt ein bisschen OP sein, habe ich so den Eindruck. Ja, also müssen wir auf jeden Fall nach Katzen, hätte ich auch gerne eine Katze. Also lass mal nach Katzen und Vögel gucken. Jo. Da hätte ich Bock drauf. Gerade jetzt könnte das Sinn machen. Komm da. Jo, nice. Ah, endlich zu Hause. Übrigens, das muss man jetzt hier mal, Fokus drauf werfen. Guck mal hier, das schöne Gewächshaus, was die Greta da oben hingebaut hat. Jo, ne? Das sieht halt übelst geil aus wie so ein Anbau, wie so ein Dach oder so. Schick. Hat die Greta gut gemacht.